Sommer zu Özil, Mesut ist nicht das Problem des deutschen Fußballs. Matthias Sammer verteidigt Mesut Özil. Der frühere DFB-Sportdirektor mahnt in der hitzigen Debatte um den zurückgetretenen Nationalspieler zur Ruhe. Vom Ursprung des Fotos bis zur Kommentierung hat er Dinge aushalten müssen. Alle, die ihm zu wenig Selbstkritik vorwerfen, sollten sich einfach mal in die Lage versetzen, sagte Sammer in einem Interview dem TV-Sender Eurosport am Dienstag. Der Fußballexperte und externe Berater von Borussia Dortmund mahnte nach dem Foto von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Vorsicht. Gefühlt können in dem Fall nur Ilkay oder Mesut empfinden, was bei ihnen vorgeht, was es für die Familie bedeutet, sagte Sammer. Özil war am Sonntag mit einer dreiteiligen Erklärung über die sozialen Medien aus dem DFB-Team zurückgetreten und hatte dabei scharf mit dem Verband und dessen Spitze abgerechnet. Es ist seine Entscheidung, nicht mehr zu spielen, das gilt es zu respektieren. Der deutsche Fußball wird weitergehen, relativierte Sammer. Der frühere DFB-Funktionär warnte davor, zu viel Schuld auf Özil abzuladen. Mesut ist ein unangenehmes Thema, mit vielen Fehlern behaftet, aber er ist nicht das Problem des deutschen Fußballs.